schöne Resi-Mucke aus dem Film. Ist die Musik wirklich aus den Resident Evil Filmen? Wirklich? Könnt ihr das bestätigen, Chat? Weil wenn, dann wäre das, oh mein Gott, noch ein bisschen witziger, als ich dachte. Denn guckt mal, wozu die Musik wirklich gehört. Wartet. Tada! Hallöchen. Ich habe nämlich hier im Hintergrund schon das Spiel des heutigen Abends laufen. Resident 4 Restributed. Und das ist der Titelbildschirm von dem Spiel. Also sollte das wirklich Resident Evil Filmmusik sein? Haben die einfach geklaut? Übrigens genauso geklaut. Ist aus dem Film? Okay. Holocop, vielen, vielen Dank für deinen Sub im vierten Monat. Keine Ahnung, warum da keine Anzeige davon kam, aber vielen, vielen Dank dafür. Ha, heute ist der Wurm drin. Naja, okay. Danke auf jeden Fall trotzdem. Genau, dann ist nämlich nicht nur die Musik geklaut, sondern guck mal, da im Hintergrund hier sehen wir ganz schön ein Artwork von einem Zombie aus dem Resident Evil 1 Remake. Und das ist doch garantiert dann auch aus irgendwas geklaut, ne? Das sieht auch so geschnitten aus. Hey, das Knuddel, das hat funktioniert. Vielen, vielen Dank für die Bits. Somit habt ihr schon den Hype-Train, den heutigen Hype-Train gestartet. Yay! Dankeschön. Das ist ja nett von euch. Kennt jemand diesen Zombie hier in der Mitte? Das würde mich noch interessieren, ob wir den noch identifizieren können. Hier haben wir schon mal Resident Evil Zombie, Resident Evil Filmmusik. Ich glaube jetzt schon, das wird ein ziemlich geiles Spiel. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Eieiei. So, hallo erstmal zusammen. Wie geht's euch? Hallo, Kordox und Gromdorn und Bethemus Fluch und Fenrich und Back to Life und Captain Smoker, Fanky Tanky, McClyde, Vampire Girl, Florian. Der Holokopf hatten wir ja schon. Und Arthur und das Knuddel und alle zusammen. Und alle, die ich jetzt vergessen habe. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Cool, cool. Und Bolail. So, wir spielen jetzt erstmal für den Anfang, wie ihr es schon sehen könnt, Resident 4. Ein Spiel, das es tatsächlich so auf Steam zu kaufen gibt. Hey! Sha'Alpha ist jetzt ein Bird Rider. Das ich aber nicht empfehlen würde. Es hat nur, ich glaube, es hat nur 3 Reviews oder sowas. Alle sehr negativ. Und ja. Da schauen wir uns jetzt mal zum Spaß ein bisschen an. Und danach spielen wir Eternal Darkness. Ne? Nach dem brauchen wir erstmal wieder was wirklich Gutes. Und da habe ich mir gedacht, ist Eternal Darkness ein sehr gutes Bonusspiel danach. So, aber jetzt. Nee, ich habe es vorher mal kurz gestartet, nur um zu sehen, ob es startet. Aber ich kenne sonst überhaupt nichts aus dem Spiel. Ich habe nur schon die erste Cutscene kurz gesehen und ich kann euch schon mal sagen, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann wird es ganz, ganz großartig. Haltet euch fest. Die erste Cutscene im Spiel ist schon mal, das ist wirklich Kunst, das ist Kulturgut, ne? Deswegen spielen wir Videospiele. Holokopf, danke nochmal für das verschenkte Abo. Das Knuddel, danke nochmal für die 150 Bits. Sehr nett von euch. Der Hype Train ist aber heute stur, ne? Der ist immer noch nicht mal Level 1. Aber danke euch. Super cool. Ich muss die Kronen mal loswerden. Haha, ja. Ja, ich werde da vielleicht bis nächste Woche oder spätestens, ne? Ich mache ja Ende Februar, also so von Mitte Februar bis Mitte März mache ich so eine Auszeit, wo ich auch nicht streamen werde. Und spätestens, wenn ich aus der Auszeit zurückkomme, werden wir uns da was einfallen lassen, denke ich. Okay, wir machen ein New Game. Und spielen Restributed Resident 4. Interessantes Artwork. Press any key. Okay. Let's go. GameSoft Studio.
The radioactive spread all over the city. And turn people into... Trommelwirbel? Zombies! Damit habe ich nicht gerechnet. What a twist! Resident Fiable. Oder so. Okay, Radioaktivität ist also hier der Auslöser, kein Virus. Na dann. 2 Tage später. Days. 2 days passed. And I still stuck in this fucking house. But now I need to move out of here. Maybe I found other survivors. We can help each other. I can't sit here. Because nobody is coming for rescue. Den Gang, die Gangart hat er sich aber von Leon aus dem nicht veröffentlichten Resident Evil 2 Adaption für den Game Boy. Oder? Sich abgeguckt. Das ist ja großartig. Das ist alles nur geklaut, ja. Sehr gut, unser Held, wir haben ihn kennengelernt. Großartig. Design. Monty Gallion. Hey Leute, ich weiß nicht, ob ihr wirklich eure Namen unter dieses Spiel schreiben wollt. Ich bin mir da echt nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wir spielen jetzt seit, weiß ich nicht, einer Minute und uns sind mindestens schon 3 Urheberrechtsverletzungen aufgefallen und alles andere macht auch keinen sehr guten Eindruck. Heieiei. Schauen wir mal, wo das noch hinführt. Die Animationen sind schon mal seltsam. Ich würde, also seltsam ist nett, oder? Auch beim Reden am Anfang. Oh, wow. Und dann kommt ganz schnell der Cut in den Ladebildschirm. Ja, aber der Gang aus der Tür raus am Anfang, der war schon richtig großartig. Okay. Und ich kann es euch überhaupt nicht beschreiben, warum genau, aber das Spiel fühlt sich unglaublich scheiße an, ey. Es ist alles irgendwie komplett sluggisch und hat so eine Verzögerung, als ob wir uns hier durch wirklich dicke, weißt du, als wäre die Atmosphäre auf dem Planeten, auf dem das spielt, so dick wie Götterspeise. So fühlt sich das Spiel an. Und die 4 Klonzombies haben hier auch Spaß. Naja, okay. Aha. Die Zuschlaganimation ist auch geil, oder? Oh wow, ich habe ganz schön Reichweite. Guck mal, ich hau in den Boden rein. Wie weit kann ich denn mit der Axt hacken? Meine Güte! Die Axt hat Reichweite. Ich kann auch zoomen mit der Axt, das ist sehr gut. Götterspeise, das würde wenigstens schmecken, das stimmt, ne? Uh-oh. Yeah. Man, droppen sie Loot. Ist schon mal fast Resident Evil, halbes Resident Evil 4, was wir hier spielen. Sehr gut. First Person, es ist so Resident Evil 8, 3 und 4 in einem. Man kriegt 3 Resident Evils zum Preis von einem. Oh Gott. Was war das? Ah! Ist die Pistole zufällig absolut nutzlos? Kann das sein? Dann nehme ich halt wieder die tolle Axt hier. Yeah! Verdammt, wir haben irgendwie nur noch 25 HP. Entweder mache ich was falsch oder... Schauen wir mal. Macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck, das Spiel. Ich liebe es jetzt schon. Die Tür ist auch ein bisschen klein geraten, oder? Oh Gott. Damn it, wir sind tot. Das und ich habe auf Main-Menü gedrückt. Der Zombie kommt aus Call of Duty.
aus Call of Duty Stimme. Die Soundeffekte oder was? Der Schrei war aus Call of Duty Black Ops. Oh mein Gott. Haben die irgendwas selber gemacht für das Spiel? Hey, aber die Pistole ist ja wirklich komplett nutzlos. Was ist denn los mit dem Spiel? Ah, warte mal. Hä? Hä? Ich glaube, ich habe den aus der Existenz rausgeladen. Das ist gut. Hier ist irgendwie sowieso kein Loot. Unverschämtheit. Okay, Leute, haltet euch fest. Ich sehe schon Loot durch die Wand durch, aber er wird bewacht. Okay. Meine Güte, 4 von denen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich gegen die kämpfen soll. Das fühlt sich auch so scheiße an, das Schießen. Es ist unglaublich. Ihr müsstet das selber spüren, ey. Es gibt keinen Rückstoß, kein Trefferfeedback. Es ist einfach... Ich meine, guckt euch das an. Guckt euch das an. Schnell, hau ihn tot. Es trifft auch nur... Die haben keine Angriffsanimation, die Zombies. Und meine Schläge treffen nur bei jedem dritten Mal oder so. Ich weiß nicht mal genau, wann die angreifen. Oh mein Gott. Bin heute Abend gespannt auf den neuen Trailer von Silent Hill 2. Soll der heute revealed werden? Wann denn? Weiß man da eine Uhrzeit? Das weiß ich. Das wusste ich, habe ich gar nicht mitbekommen. Meint ihr, wir können einfach durchlaufen und den Loot trotzdem mitnehmen? Oh oh. Der zuckt irgendwie noch. Ist das Absicht? Versuchen wir mal, ob wir... Die KI ist wahrscheinlich nicht die beste. Schauen wir mal, ob wir die einfach austricksen können. Kriegen wir, glaube ich, hin. Oh oh. Nein, da wäre erste Hilfe gewesen und ich habe es nicht mitgenommen. Boah, wir laufen viel zu langsam. Ich weiß nicht, wie wir die erste Passage in dem Spiel schaffen sollen, um Gottes Willen. Dammit. Was zur Hölle? Die Pistole ist das nutzloseste Ding überhaupt. Ab 11 Uhr? Okay, so lange streamen wir leider nicht mehr. Ansonsten hätte ich gesagt, schauen wir uns das im Stream an. Aber interessant. Okay, gut zu wissen. Werde ich mir auch geben. Ich glaube, um 23 Uhr ist State of Play. Ah, okay. Das habe ich wirklich überhaupt... Das ist halt der Nachteil. Ich bin überhaupt nicht mehr auf Social Media. Und das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Das kann ich jedem sehr empfehlen, seine Social Media Accounts lahmzulegen. Wirklich gut. Aber der Nachteil ist, dass man nichts mehr mitkriegt. Das ist halt blöd. Sowas wie Nintendo Direct, State of Plays, ne? So Termine habe ich immer nur über Twitter mitbekommen, über Social Media. Und das kriege ich jetzt nicht mehr mit. Ich bräuchte vielleicht irgendwie eine gute News-Seite, wo ich täglich so drauf gucke. Ne? So, muss ich mal gucken. Okay, ich glaube, wir kommen nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Nimm das und jetzt lauf. Lauf da rein. Nein, lauf doch nicht da rein. Oh Gott. Ich starte das Spiel, glaube ich, nochmal neu. Vielleicht habe ich beim ersten Kampf gegen die ersten Zombies zu viel... Ah, warte mal. Tab Open Inventory. Und da sehe ich leider auch nichts sonst. Aha, wir haben eine Laterne. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Mit der Macht des Lichts befehle ich euch. Ihr könnt nicht vorbei. Okay, shit. Es hat nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft habe. Okay, starten wir das Spiel nochmal kurz neu. Und ich versuche von Anfang an durchzulaufen. Ich glaube, das ist das Beste.
Meine Güte, was habe ich hier, was ist das hier? Was habe ich getan? Warum? Warum tun wir das? Schauen wir mal. Hi, Puzzles übrigens. Habe ich ganz überlesen vorher. Nein, man kann das Intro nicht überspringen. Oh Gott. Mich nervt das Spiel jetzt schon. Ich glaube, ich wollte es eigentlich ungefähr eine Stunde. Eine Stunde hätte ich für das Spiel eingeplant. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir hören jetzt dann schon auf damit. Es ist irgendwie mehr frustrierend und weniger lustig, als ich gehofft hatte. Muss ich sagen. Jetzt können wir wenigstens noch mal die sehr gute Eröffnungs-Cutscene uns anschauen. Two days passed. In this freaking house. Maybe I found other survivors. I can't sit here, because nobody is coming for rescue. Die Laufanimation ist das Allerbeste. Bis zu dem Punkt hat mich das Spiel gehabt, definitiv. Bis zu dem Spiel war ich begeistert. Naja. Ich muss schon sagen, ich bin begeistert von diesem hochwertigen Stück Software. Es ist schon beeindruckend, ne? Ich finde auch. Ich frage mich wirklich, das Spiel hat leider... Ich habe 8 Euro für das Spiel ausgegeben, tatsächlich, ja. Naja, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen, egal. Das ist so ein... Ich frage mich, ob da wirklich Leute saßen, die sich gedacht haben, boah, geil, wir machen jetzt unser eigenes Resident Evil und es wird voll großartig und sind da wirklich mit Leidenschaft und Ideen rangegangen und haben dann sehr schnell gemerkt, so, oh Gott, es ist viel zu aufwendig und viel zu schwer, so ein Spiel zu machen. Oder ob die von Anfang an rangegangen sind mit der Idee von wegen, hey, wir nehmen ein paar Assets aus dem Unity-Store und klauen uns den Rest einfach zusammen, stöpseln das, ne, werfen das, ne, so Schaufelladungen von Modellen und dann machen wir sowas wie ein Spiel draus und fertig. Irgendwer wird schon kaufen. Und ich, Trottel, mach's auch noch wirklich. Okay. Abstand halten. Wir nehmen die Pistole. Wir laufen weiter. Aber wenn die Gegner Loot droppen auf der anderen Seite, ne? Ah, shit. Naja, bis jetzt funktioniert der Plan trotzdem ganz gut. Ich habe halt leider keine Ahnung, wo wir hin müssen, ne? Oh Gott. Ich habe anscheinend sowas wie eine unsichtbare Ausdauerleiste. Und meine Ausdauer ist vorbei. Im schlechtesten Moment. Nein, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Hä? Ich weiß wirklich nicht, wo wir hin müssen. Ah, da ist eine Leiter. Okay, Moment. Das versuchen wir nochmal. Das schaffen wir. Kann kaum glauben, dass die das verkaufen dürfen. Ja, ich denke es mir auch. Ohne Witz, dass das noch im Steam Store ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, ich gehe langsam, bis die aufmerksam werden und dann sprinte ich. Ey, das war echt der geilste Moment, oder? Umzingelt. Okay. Komm, an dem vorbei und die Leiter hoch. Die Leiter hat keine Hitbox. Was ist denn das? Wieso hat die Leiter keine Hitbox? Wo muss ich denn bitte hin? Was soll ich denn bitte machen? Okay, die eine Tür ist so seltsam rot beleuchtet, ne? Versuchen wir mal, ob wir da rein können. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was das Spiel von mir möchte. Aber andererseits wisst ihr, ich denke hier in Game-Design-Logik. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel mit irgendwie einer Logik designt wurde. Oh, der hat gerade eine Angriffsanimation gemacht. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, ich stecke jetzt hier fest. Moment mal. Kann ich irgendwie irgendwo hochspringen und dann kommen die nicht mehr an mich ran? Könnten wir sie so auslisten? Okay. Moment mal. Muss ich da lang? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich stecke fest. Oh, okay. Ah, schade. Cool, cooles Spiel bis jetzt. Deine Ausdaueranzeige ist oben. Ah, der weiße Balken. Okay, hab ich vorher sogar schon gesehen.
Die Leiter ist der Endboss. Habt ihr den gerade gesehen? Ah, oh, shit. Okay, geh durch irgendeine von den komischen aufgemalten Türen. Das gibt's doch wirklich nicht. Was ist denn das hier? Beinahe. Okay, wir müssen besser planen, Leute. Jetzt passt mal auf. Die Leiter ist eine Falle. Vielleicht ist der ganze Bereich eine Falle. Vielleicht müssen wir in Wirklichkeit... wirklich da. Immerhin ist da sogar ein Gegner platziert. Ich verstehe das Map-Design nicht. Ich verstehe einfach nichts hier. Oh, ich glaube, ich werde schon verfolgt von irgendwem. Na super. Komme ich auf den Truck vielleicht? Achtung. Yeah. So, eventuell sind wir jetzt unsterblich und die nicht. Warte mal, die Axt hat doch super Reichweite, haben wir doch festgestellt. Naja, jetzt doch nicht mehr. Nur wenn es um Treppen geht. Ja! Yeah! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Spiel überlistet. Oder will es etwa so gespielt werden? Ich weiß es nicht. Aber die Klonarmee hat keine Chance gegen uns. Das hat ihre KI nicht kommen sehen. Ich glaube, du musst unter dem Gitter lang kriechen. Da, wo das Feuer ist. Da ist ein kleiner Weg an der Wand entlang. Schauen wir uns gleich nochmal an. Hallo, holy cow. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Was hier gerade gespielt wird, ist eine fast schon philosophische Frage. Ich dachte, es wäre vielleicht lustig, wenn wir uns den unverschämtesten und schlechtesten Resident Evil Klon anschauen, den es jemals in der Geschichte gab. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es lustig ist oder einfach nur schlecht. Hallo? Kann ich irgendwie helfen? Habe ich gerade Schaden bekommen? Hast du mir gerade Schaden gemacht? Was ist das für ein schwarzer Strich da unten? Hä? Okay, ich gehe einfach lieber. Hier durchkriechen, ja. Das ist wahrscheinlich wirklich der richtige Weg, alles klar. Und deswegen haben die hier einen Zombie hingestellt. Hallo. Na, wunderbar. Wirkt eher wie Masochismus. Ja, ich bin mir auch noch nicht so wie... Aber wir spielen heute noch was Schönes, ne? Keine Sorge. Wir spielen heute noch was anderes. Okay, let's go. Okay, ich bin guter Dinge. Ich wollte schon fast aufhören, aber ich glaube, jetzt wird es nochmal richtig gut. Ey, die zukünftigen, die kommenden Cutscenes in dem Spiel, die müssen wir uns geben. Wir müssen es schaffen, dass wir weiterkommen. Es hilft nichts. Ich hoffe, wir kriegen bald was irgendwie Sinnvolleres als die absolut nutzlose Waffe hier. Wir haben jetzt zumindest schon mal viel Munition gespart auf dem ersten Bildschirm. Ich sage erster Bildschirm. Ey, da merkt man, wie alt ich bin, oder? Dass ich von Bildschirm spreche, als wäre es irgendwelche Atari-Spiele. Aber ehrlich gesagt würde ich, glaube ich, jedes Atari-Spiel gerade lieber spielen als das hier. Hallo! Oh mein Gott. Die Pistole macht überhaupt keinen Sinn. Aber hey, der hat wenigstens ein bisschen Munition für uns gedroppt, die ich leider nicht aufheben kann. So. Ich nutze mal ein Heilpäckchen, oder? Fully heals your wounds. 50 HP. So. Gut. Let's go. Nee, Silent Hill 2 nicht. Vielleicht auch irgendwann mal. Aber als nächstes Bonusspiel haben wir auf unserer Liste jetzt erstmal Eternal Darkness, auf das ich mich schon sehr freue. Ein Survival-Horror-Spiel, ich glaube, man kann es schon so nennen, das ich sehr, 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 sehr liebe und auf das ich mich schon sehr freue. Ist das jetzt, Moment mal, im Intro haben sie gesagt, dass das Radioaktivität war und jetzt haben wir hier irgendwie ein... Ritual, satanistischen Kult, was denn jetzt? Radioaktiver Satanismus, oh oh.
Wenn jetzt noch irgendwie Kommunismus mit reinkommt, dann haben wir alle Ängste der amerikanischen Bevölkerung in einem Spiel vereint. Radioaktiver Kommunismus, ja. Das wär's. So. Naja, das ist schon wieder ein alter Hut. Der Kommunismus hat den Faschismus schon lange als Buhmann abgelöst. Ich glaube, Kommunismus ist schon immer noch der Buhmann in den USA. Na, so aus dem Kalten Krieg halt einfach noch. Okay. Was zur Hölle? Wo sind wir hier? Moment, war die Straße gerade das erste Level? Und jetzt sind wir im Horrorkrankenhaus und das ist Level 2? So ein bisschen, glaube ich, ne? Oh oh, können wir nicht öffnen. Ich sehe da Kraut. Nein, bitte sag mir nicht, das Spiel hat auch noch Heilkraut. Ich habe Heilkraut gefunden. Und einen Schlüssel. Wartet mal schnell. Herb. Eine Pflanze. Ich kann sie nicht lesen, ey. Es ist wirklich... Alles an dem Spiel ist so gut. Ich kann nicht mal den Text lesen. Eine Pflanze, die eine psychedelische Chemikalie enthält. Oder so. Nee, phytochemisch. Okay. Um Wunden zu heilen. Kann aber auch mit Öl kombiniert werden. Aha, okay. Ich hoffe, es ist wenigstens rotes Öl. Wenn wir schon das grüne Kraut damit kombinieren. Sonst wäre ich jetzt schon enttäuscht. Uh-oh, da hat wer gruselige... Was ist das für ein Raum? Ist das hier eine Gefängniszelle oder ein Büro oder... Oh nein, guckt euch das mal an. Was zur Hölle? Die Phantom Corporation. Die Phantom Corporation. Unterzeichnet von Rhodes Wesker. Oh mein Gott. Okay. Schon langsam wird's albern. Ah. Ich weiß, dass sie die Welt belügen. Sie haben den Virus freigesetzt und es ein Desaster genannt. Sie beschuldigen andere für ihre Missetaten. Sie sind Lügner. Ich weiß nicht, ob ich noch leben werde, nachdem ich das hier schreibe. Wenn sie herausfinden, dass ich das geschrieben habe, töten sie mich. Wenn ich fliehen und überleben kann, dann bin ich in der Oskin Mansion. Wenn du mich treffen willst, komm dahin. Rhodes Wesker. Dann war es also doch keine radioaktive Strahlung, sondern ein satanistischer Kommunistenvirus. Oder so. Oh Gott. They drive me crazy. He's already here. Voices in my head. They are watching me. Okay. Irgendwie, keine Ahnung, der Text suggeriert dauernd, dass es irgendwie sowas Weltliches, Normales, Virus, radioaktive Strahlung. Aber die Texte und alles, das Design hier, sagt mir eigentlich die ganze Zeit so, ach übrigens, übernatürliche Geister, Satanisten, Kommunisten. Naja. So, gehe ich jetzt zurück auf die Straße oder was ist eigentlich los jetzt? Ich soll doch zu irgendeiner Villa gehen. Dann gehe ich jetzt wieder runter. Ich hoffe, die Schrotflinte ist ein bisschen irgendwie sinnvoller wie... Waren wir hier schon drin? Horror! Da haben sie es nochmal hingeschrieben, falls jemand vergisst, in welchem Spiel er sich da befindet, ne? Horror, ah ja, genau, ich verstehe. Ja, Horrorspiel. Ich wollte schon anfangen, meine erste Hütte zu bauen und Bäume zu fällen. Naja. Kannst du den Stöpsel in der Badewanne ziehen? Ich weiß leider nicht mehr, wo die Badewanne war. Ah, wir können auf jeden Fall gehen. Ich glaube aber nicht. Da hat's mir nichts angezeigt. Die Phantom Corporation mit dem Umbrella-Logo. Und? Hat sich das Spiel abgestürzt? Haben wir es geschafft?
Hat es sich abgestürzt? Ups. Ich hätte gerne jetzt noch mehr davon gesehen, muss ich euch sagen. Aber wenn es jetzt abstürzt, dann lassen wir es. Irgendwie läuft's noch, aber ich sehe nichts. Man hört noch was, ne? Und wenn ich auf Escape drücke, kommt sogar noch eine Maus. Oh Gott. Aber was haben wir erwartet, oder? Es ist sogar noch kaputt. Ich werde es mal schnell abschießen. Ja, ja. Wisst ihr was, aber jetzt starte ich es nochmal. Jetzt starte ich es nochmal und schaue, ob sie jetzt vielleicht die Passage nach dem Krankenhaus laden kann. Jetzt will ich schon wissen, wie es weitergeht. Wer steckt jetzt dahinter? Wer ist Wesker? Was hat das alles mit Satanismus zu tun? Und warum werden die Leute verrückt und hören Stimmen und so weiter? Jetzt will ich es schon wissen. Story Mode, Capture One. Will mir das Spiel suggerieren, es gibt ein... Oh. Was? Ach so, ihr habt es gar nicht gesehen. Der letzte Autosave, den das Spiel gemacht hat, ist hier. Guckt. Hier an der wunderschönen Stelle. Könnt ihr euch erinnern? Nicht, dass seitdem sehr viel passiert wäre. Aber ich glaube, ich will das nicht nochmal machen. Oder? Oder wollt ihr noch mehr sehen? Macht mal eine 1 in den Chat, wenn ihr mehr sehen wollt. Wenn ich nochmal dahin spielen soll, auf die Gefahr, dass es dann wieder nicht weitergeht. Und... Oder nicht. Oder eine 2. Macht ruhig eine 2, wenn ihr es nicht sehen wollt. Ja! 1, 1. Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, alle wollen mehr sehen. Okay, dann machen wir weiter. Okay, dann werde ich versuchen, öfter manuell zu speichern. Ich habe aus meinem... Ich hätte es nicht gedacht. Aber gut. Aber gut. Ich dachte, ihr langweilt euch, ehrlich gesagt. Aber hey... Da machen wir weiter. Das ist so trashy, dass es fast schon wieder gut ist. Ja, das war eben meine Hoffnung, ne? Okay, dann spielen wir nochmal dahin an die Stelle. Ich hau schnell alle mit der Axt kaputt. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist die Pistole einfach in dem Spiel komplett nutzlos, ne? Ich werde ab jetzt die Pistole einfach nicht mehr benutzen. Ich bin gespannt, ob die noch neue Gegnertypen... Du musst das durchspielen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist es, glaube ich, auch gar nicht so lang. Vielleicht könnten wir es sogar wirklich durchspielen. Hallo? Entschuldigen Sie? Naja, weißt du was, wenn der nicht will, muss er nicht. Meine Güte, gerade habe ich... Ich glaube, die haben gehört, dass ich beschlossen habe, die Pistole nicht zu benutzen. Und droppen mir jetzt einfach mal mehr Pistolenmunition, als ich im ganzen Spiel verschießen kann. Okay, gut. Hä? Ich wollte nur gucken. 28 Schuss. Nee, ich glaube, so viel hatten wir tatsächlich beim letzten Mal auch, oder? Fast wie der Film Welcome to Raccoon City. Den habe ich tatsächlich gar nicht erst. Ich habe es mir gar nicht erst angesehen. Ich habe ehrlich gesagt aber auch schon bei den Mila Jovovich-Filmen nach dem dritten oder so einfach aufgehört. Ich glaube, ich habe die alle mal irgendwie gesehen, so, ne? Keine Ahnung, aber ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern und es ist mir auch wurscht. Für mich gibt es keine Resident... Es gibt kein Resident Evil 6 und es gibt keine Resident Evil Filme. So. Nanu, ich habe ihn aufgeweckt. Diese Pistole ist einfach schlecht. Aber hey, gut, let's go. So, hier drin war ja zum Glück kein einziger Gegner und nix. Wir haben hier nur ein bisschen Loot. Pistolenmunition...
Satanistischer Kreisel ohne irgendwas. Ist da gerade irgendwie Blut von der... Ist da... Ach, ich sehe den Schlüssel durch die Decke durch. Okay, na gut. So, nachdem jetzt im Weskers Büro war, speichere ich mal. Meine Maus ist lauter als die Pistole. Ist das Spiel zu leise? Ich kann schauen, dass ich es vielleicht noch lauter kriege, wenn es zu leise ist. Sag mir Bescheid. Nee, guck, ich finde die Mila Jovovich-Filme schon schrecklich. Also der erste... ist ja am wenigsten schreckliche, aber ich finde den auch schon schrecklich. Und alles, was danach kam, war nur noch schlimm. Dann fange ich mit den anderen erst gar nicht an, wenn du sagst, dass die sogar noch schlimmer sind. Das sieht auch ehrlich gesagt eher so aus, als wäre da eine Folie drüber gespannt, ne? Das sieht gar nicht wirklich aus wie Wasser. Okay, es ist eine Folie drüber gespannt. Da ist ein Holzbrett mit einer Wassertextur drauf. Das Gewitter ist auch wieder so laut, ach so. Ja, der Spiegel ist auch aus Holz. Guckt, alles ist hier aus Holz. Naja, kann man nichts machen. Oh Gott, großartig. So. Grünes Kraut, Schlüssel. Das nehmen wir. Das lesen wir. Aber nur für den Fall, dass das irgendeinen Trigger im Spiel auslöst. Und jetzt Save Game. Oh Gott, hat das jetzt gespeichert? Es passiert nämlich nichts. Aha. Ich schätze schon. Wie spät ist es jetzt? Nee, warte mal. Es hat nicht gespeichert. Es ist jetzt 18.38 Uhr. Ich habe kein 18.38 Uhr Save. Was zur Hölle ist mit dem Spiel? Ich kann nicht mal speichern, obwohl es einen Speicherknopf gibt. Der Speicherknopf ist nutzlos. Nix. Es funktioniert nicht mal. Ich kann nicht mal speichern. Um Gottes Willen, Leute. Um Gottes Willen. Nee, geht nicht. Für was gibt's einen Speicherknopf? Bitte. Na, verdammt. Ich hab's befürchtet. Theoretisch läuft das Spiel, aber es ist zu dunkel. Ja, Leute, dann können wir leider nicht weiterspielen. Keine Ahnung. Dann weiß ich es halt leider auch nicht, wenn das Spiel sich nicht spielen lässt. Habe ich sogar... Ich habe daran gedacht, genau das war mein erster Gedanke, das Knüttel. Schon beim ersten Mal, als das Spiel an der Stelle abgestürzt ist, bin ich ins Inventar gegangen, um die Laterne rauszuholen. Weil genau das dachte ich mir. Aber dann habe ich gemerkt, dass zwar die Maus... sichtbar wird, wenn ich das mache. Aber nicht das Menü. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass irgendwas nicht stimmt. An der Stelle gespeichert. Okay, wisst ihr was? Ich laufe jetzt schnell durch. Wir laufen jetzt kurz durch. Ich versuche es zumindest. Und dann nehme ich tatsächlich mal für den Fall, dass es daran liegt, die Laterne in die Hand, bevor wir durch die Tür gehen. Das wäre so mein letzter Versuch jetzt. Weil vielleicht ist ja auch aus irgendeinem Grund das Menü dunkel, nachdem ich durch die Tür gegangen bin. Das ist die Eternal Darkness. Vielleicht ist es auch ein Zeichen. Ja, es stimmt. War der Charakter schon immer so unglaublich langsam? Oh mein Gott. Epischer Kampf. Na, die Tür ist verschlossen. Okay. Moment. Moment, haben wir gleich... Mich würde es ja nicht wundern, ich kann nicht mehr reden, wenn die Waffe kein Mündungsfeuer hätte, die die Dunkelheit erhält, ne? Aber dass das Menü auch dunkel wird, ist halt schon ungewöhnlich. Ah, was habe ich denn jetzt gemacht?
Hilfe, jetzt läuft meine Figur automatisch. Okay. Dann gehen wir jetzt mal mit der ausgerüsteten Laterne durch die Tür. Aber ich befürchte, das wird nicht viel ändern. Nee. Okay. Dann hilft's nix. Dann hilft's nix. Na schön, wir haben's versucht, Leute. Wir haben's versucht, aber das Spiel will nicht durchgespielt werden. Das finde ich jetzt echt fast schade. Nach der ersten Straße dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist los? Aber jetzt habe ich gerade hat es angefangen, Spaß zu machen irgendwie. Jetzt hätte ich gern gesehen, wie es mit der Wesker-Geschichte weitergeht und wie viel unverschämte Resident Evil-Referenzen und gestohlene Sounds und Texturen und so weiter wir noch entdecken. Das hätte mich jetzt schon interessiert, muss ich sagen. Schade. Aber es hilft nichts. Aber wisst ihr was, ganz ehrlich, ohne Scheiß, wenigstens kann ich es jetzt mit einem guten Gewissen refunden. Ich wollte es tatsächlich eigentlich nicht refunden, weil ich mir dachte, ist auch ein bisschen arschig. Ne, auch wenn es eine unverschämte Scheiße ist, kaufe ich es oder hole es mir, damit ich mich im Stream drüber lustig mache und dann gebe ich es zurück. Das ist schon irgendwie ein bisschen gemein. Hätte ich eigentlich nicht gemacht. Aber wenn es jetzt auch einfach wirklich kaputt ist, ne, dann kann man das schon machen, finde ich. Dann ist das in Ordnung.